Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Nachdem wir beim letzten Mal das erste Mal Gebrandschatz haben und ein paar Ressourcen geholt haben, haben wir Gunnars Schmiede errichtet. Dann haben wir den Stall errichtet, wo ich dann endlich das anpassen konnte. Und mir ein anderes Reittier genommen habe, auf dem Wolf. Das ist cool. Und ja, jetzt heißt es erstmal mit Sigurd reden. Und dann schauen wir weiter. Die Sachsen und Eivor, hier drinnen. Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe, denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. Okay. Jetzt können wir auch lesen. Hafnertorps Rang ansehen, okay. Hafnertorps Rang, Lager. Siehe unser neues Lager, da aus dem Rusthaufen geboren wurde, welchen die Söhne Ragnars hinterließen. Jetzt sieht es vielleicht noch etwas schäbig aus, aber mit etwas Mühe wird daraus bald ein Leuchtfeuer des Handels und der Kultur. Wir haben gerade Raum für die folgenden Angebote. Schmied, Bruderschaftshaus, Stall und Vogelhaus, Handelsposten, Kriegerlager. Sobald die Schmiede steht und läuft, würde ich empfehlen, das Bruderschaftshaus zu bauen, da Item und dabei helfen kann, Bündnisse in den Städten Englands zu schmieden. Sprich mich an, wenn du weitere Fragen hast. Randvi. Was haben wir hier? Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche. Okay. Und schlafen, oder wie? Ein Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Nicht viel, aber mein eigen. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Muss auch mal sein. So, ausgeschlafen. Putzmonta. Bereit für den nächsten Kampf. Sigurds Brief lesen. Oder Sigurds. Sigurds Brief. Eivor, ich hoffe, dieses Zimmer entspricht deinen Bedürfnissen. Während unser Ruf in diesem Land wächst und wir neue Freunde und Verbündete gewinnen, wird es wichtig sein, in ständigen Kontakt mit ihnen zu bleiben. Randvi wird jeden Brief, den du erhältst, in diese Kiste legen. Sie gelegentlich nach Sigurd. Okay. Warum renne ich nicht dadurch? Mann, Mann, Mann. Treffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen. Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legra Kestashir. In einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd. Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten.
Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja, und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. Wie nett. Nächstes Mal reite ich dann nicht mit rein. Wow, ist das dämlich gewesen. Hi. Haltam, nun da Basim und du hier angekommen seid, was werdet ihr tun? Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen in den Städten Englerlands. Lunden, Jofovik, Winchester. Alle drei werden von Mitgliedern desselben Ordens heimgesucht, zu dem auch Kjötvi gehörte. Doch ihr Einfluss reicht noch viel weiter als das. Von allen Ländern der Erde ist Englerland wohl am stärksten betroffen. Richten sie hier denselben Aufruhr an wie Kjötvi in Nordwege? Nicht nur Aufruhr. Sie verbreiten die Plage der Täuschung und lehren die Menschen, sich zu erniedrigen und zu quälen, um Macht zu erlangen. Das scheint dir sehr nahe zu gehen. Natürlich. Es ist der einzige Zweck der Verborgenen, den Körper und Geist der Menschen von unnatürlichen Fesseln zu befreien. Aber wir haben seit 4 Jahrhunderten keine Handhabe mehr in Englerland. Seit dem Sturz des Römischen Reiches war kein Verborgener mehr hier. Dadurch hatte der Orden der Ältesten viel Raum, um zu wachsen und zu gedeihen. Unsere Aufgabe wird nicht leicht sein. Doch mit einem Bruderschaftshaus könnten Basim und ich unsere Arbeit aufnehmen. Falls du Zeit und Material hast, um eins zu bauen, wären wir dir sehr dankbar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Material habe ich aber nicht. Was ist das? Okay, 2. Bündniskarte. Okay. Ich weiß, dass ich meine verteilen kann noch. Meine Punkte. Natürlich. Wie immer kommen die da eh nicht hoch. Wow. Manchmal bin ich echt zu doof. Bündniskarte. Hallo. Ah, da bist du ja. Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden, würde uns helfen. Stimmt, wo fangen wir an? Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Ich verstehe. Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Wo fangen wir an? Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legrakestashir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lodbrok. Oder gehe gen Süden nach Grantabrückschir zu einem Dänenheer, das von Jarl Gudrum und Soma angeführt wird. Ich sollte hinzufügen, dass unser Freund Haitham sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen hat. Seine Ergebnisse könnten uns für Bündnisse in Englerlands Städten nützen. Sprich mit ihm. Vielleicht braucht er etwas. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Okay. Bündniskarte. Wenn deine Siedlung in Englerland wachsen und gedeihen soll, musst du einen klaren Bündnis schließen. Bekunde deinen Wunsch nach einem Bündnis mit einem Bündnisbesuch. Sobald ein Bündnis geschlossen wurde, werden weitere Gebiete verfügbar. Okay. Erzähl mir von Grantabrückschir. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommerheer genannt wird, lagert nördlich von Grantabrück in Ruinen jenseits des Flusses. Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Aha. Okay, du kannst das raussuchen. Belohnung.
Erzähl mir von Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen... Wir sollten uns mit ihren Anführern... Meine Späher trafen sie nicht selbst. Okay. Ich breche sofort auf. Gut. Und möge dich Freyas Segen begleiten. Das große verstreute Heer. Zack. Kann ich mich da hinsetzen? Okay. Bringt ja sehr viel. Wir richten Heitams Bruderschaftshaus. Ich glaube, dafür haben wir zu wenig Ressourcen. Ja. Raubzüge sind der sicherste Weg, um Schätze. Ich weiß. So, gut. Was war das? Fernkampfwiderstand. Wege des Wolfes. Erwerben. Erwerben. Gehen nochmal die Richtung hoch. Rechte Siedlungsstufe 2. Das große verstreute Heer. Weltkarte. Und dann den Dienst wieder. Okay. Was war das denn jetzt? Das mit dem Heer. Ich wollte aber erstmal einmal dahin. Und dass ich nochmal Synchronisationspunkt habe. Wir können hier ja hinreisen, so ist das nicht, aber. Ich sammle ja auch die Punkte. Zum Synchronisieren, so ist deswegen. Und so weit ist es ja gar nicht. So, okay. Okay. Ja, was das eben war, keine Ahnung, mit den anderen Dienstfehler. So, da oben ist das irgendwo. Heuerjo. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Okay. Das ist so ein Außenposten und dahinter ist weiß. Uiuiui. Was ist das denn da? Ruine. Okay. Ich wollte es so machen. Hallo. Okay, er ist trotzdem schneller hoch, als ich rennen kann. Zumindest etwas. Hey. Hallo, Fuchs. So, hier haben wir den. Ragnarons Ausblick. Was da für Pfeile? Uiuiuiui. Erstmal nach oben. Habe ich genug? Habe ich genug? Nicht. Jetzt aber wieder. So. Was haben wir da? Vermerk eines Wegelagerers. Letzte Woche noch wurde hier gelacht und gesungen. Man roch das Feuer und das Schwein, das darüber briet. Nur wenige Tage später hörte ich nur noch Kaninchen umherstreifen und Raben krähen, die nach Essen suchen.
Man sieht nichts als verbrannte Überreste und rauchende Glutnässe. Das Heer der Söhne Ragnars ist weitergezogen. Viele würden hierin das sehen, was es ist, nämlich eine Siedlung, die dem Verfall überlassen wurde. Doch für einen Schmied ist diese Verwüstung eine wahre Schatzgrube. Ich werde die Werkzeuge und Waffen sammeln, die zurückgelassen wurden, und sie zu Vater bringen. Was gut aussieht, verkaufen wir, alles andere schmelzen wir ein. Ich hasse die Dänen für das, was sie sich nehmen, aber ich liebe sie für das, was sie zurücklassen. Da liegt noch was. Schön dann. Opal. Trockenes Brot. Was ist das denn da? Okay. Irgendwas stimmt mit dem Baum nicht. Alles klar. Gucken wir gleich mal. Zack. Irgendwas stimmt mit dem Baum da nicht. Yay. Synchronisierung abgeschlossen. Das wird mich interessieren. Was ist mit dem Baum los? Halt. Was ist das? Generell. Okay. Was ist das? Anomalieuntersuchung. Rex, siehst du das auch? Ja, komisch. Irgendeine Art Anomalie. Der Rest deiner Simulation ist eingefroren. Ich sehe ein freies Datenpaket in der Nähe. Mal sehen, ob ich da rankomme. Okay, aber mach langsam. Wir wissen ja nicht, was es ist. Holy. Okay. Zack. Was ist das? Aha, Moment. Okay. Interessant. Sehr interessant sogar. Ja. Ah, Moment. Ab. Ab. Und damit schalte ich das einmal an. Dann gehen wir noch einmal rüber. Dann das hier. Und das machen wir dann daran. Zack. Wow. Ich glaube, das kann ganz schön ins Auge gehen, wenn man da runterfällt. Zumindest so ein bisschen. So. Okay. Ah, okay. Nee. Das lenke ich dahin. Und das andere lenke ich da drüben hin dann. Lenke ich dann da rein.
Zack. Und das kommt dann da. Gut, dass es jetzt ist angezeigt. Also, Reflektor. Oh, upsala. Das wäre was gewesen eben. Wach auf, Liebster, wach auf. Soldaten stehen vor der Tür. Sie wollen dich holen. Uns. Sollen sie mich holen? Ich fürchte mich nicht. Dann werde ich meinem Zorn vor Gericht Luft machen. Sie töten dich, bevor sie dich reden lassen. Ich wende mich an den Rat. Sie müssen erfahren, was der Wütende getan hat. Sie sind hier. Dafür bleibt keine Zeit. Okay. So. Warte mal. Das ist das. Ah, Moment mal. Nee, das... Doch, das funktioniert so. Das sollte so funktionieren, wie mein Gedanke gerade ist. Und zwar lenkt mir das darauf. Hey, das lenkt mir darauf, so rum. Dann gehen wir hier einmal rüber. Lenken den einmal um. Machen wir so. Dann kommen wir nämlich auch wieder zurück. Zack. Das ist aber auch mal was Neues. Aber irgendwie ist sowas immer drin. Oder fast immer. Das können wir dann dahin lenken. Gut. Passt. Können wir mal hier hoch. Mal hier hoch. Ich nähere mich jetzt dem Datenpaket. Ich sehe es. Es ist verschlüsselt, aber das kriege ich schon hin. Okay. Hab sie. Animus-Anomalie abgeschlossen. Kill this pig. Okay. Ja. Ah, da drüben ist hier das Kloster. Wir sind hier. Aha. Ach, du kannst aber wieder neu plündern an den Stellen, oder wie ist das? Ich wollte es mal hier dann noch Raubzug machen. Ups, falscher Knopf. Okay. Ja, ja. So. Dann gehen wir mal ausrauben, ne? Ja. So. Abfahrt. Das Segel bleibt noch unten. Ja. Stimmt etwas an. Mehr Segel! Segel! Hall of Kings. On ocean steed, my words gain wings. Oh, this mead I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. The brave man slain Valkyrie ways. Reward for strain to Valhalla take. The
and horns resounds the mighty hall. For those who fight, for those who fall. For those who fight, for those who fall. Warlord weaves his web of fear. Each man gets his hated share of blood red surge, the warrior shield. Raven scan the Die Lieder sind cool. Müssen wir Gewehr hier rein. Später weiter. Hagiland! Waren wir da nicht schon drin? Los jetzt, Wikinger! Nee, Flusswacht. Ich erwartet kein Paradies. Zack. Zack. Stirb! Zack. Kommst mir nicht so einfach. Lass den Hund seinen Schwanz jagen. Du verdammter Scheißhaufen. Zack. 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 Voll den Arm. Okay. Voll die Arme. Hallo. Na du. Zack. 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 Wow. Jetzt. So. Was haben wir hier noch drin? Hier waren wir schon drin. Das wusste ich doch, dass wir hier schon drin waren. Mal kurz was gucken. Okay, was ist das eigentlich? Egal. So. Segel hoch! Segel hoch! Und weiter geht's. Zeit für ein Lied. Ein Chest hier. Wir setzen das später fort. Da ist einer ihrer üppigen Tempel. Hol das Segel ein! Segel nieder! Ja. Kloster, das gibt sicher fette Beute. Hagiland! Tötet sie für Odin! Schiff war einfach zu lang. Zu langsam im Drehen eben. Es hat sich aber zu langsam gedreht. Okay. Wow. Aha. Was haben wir hier drin? Irgendwas? Nö. Ja. Was war das denn gerade? Naja, egal. Ist da irgendwas drin? Nö. Hier auch nicht, hier sind noch Herren, Proviant ist auch voll. Abtei mit Sam. Was auch immer. Ihr da! Flüger! Hallo! Zündet an! Was ihr nicht mitnehmt! Zack! Zack! Stampfen!
Der hält ein bisschen mehr aus, ne? Ja. Die sind ein bisschen stärker. Hallo? Mal weggehauen. Wow. Zack. Okay. Okay. Die sind halt stärker, die Gegner, ne? Bleibt wachsam, hört ihr? Hier! In nomine Patris! Zack, zack. War da hinten hingeworfen. Wow. Lass mich auf dein Bein schießen. Meine Güte, ey. Da. Hey, ich wollte ihn betäuben. Oh, ich wurde getötet. Scheiße. Voll aufgespießt. Mist. Aber man merkt, schwer ist schwer. Ja. Oh Mann. Da ist ein Kloster, Eivor! Singen wir den Blutgesang! Hallo, mal schaffen das Helix-Credit. Du hast 300 Helix-Credits erhalten. Credits erhalten? Wofür das denn? Warte mal. Wofür habe ich denn 300 erhalten? Kann mir das mal jemand sagen? 2000. 500. Hier haben wir sowas. Eigentum. Einhandschiffsdesign. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Und die Dinge, die Figuren dazu kosten auch nochmal was. Die sind einfach zu stark. Und ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch wieder. Ja, wenn du ganz dringend mal kurz auf Toilette musst. Manchmal kommt das vor. Hallo? Ich wusste nicht, dass es geht. Oh Mann, war ich nicht. Hammer und Mist. Ja. Okay. Das ist halt das. Damit kannst du halt aufhören. Ich muss noch einmal ganz kurz das gucken. Okay. Würde sogar passen. Dann mache ich mit die Folge ein bisschen länger. Oder nehmt ihre Seelen! Wir nehmen ihr selber! Ich lass dich ausbluten! Nein! Autsch! Der hat mich vor erwischt eben. Zack! Weg mit dir! Ich muss da echt mehr aufpassen. So. Toll. Ich soll von den Finden nicht täuschen. Zack, zack. Und zack. Meine Güte. Diese Gegner. Hallo.
Okay. Erstmal plündern. Obwohl die anderen am Kämpfen sind. Hallo. Zack. Okay. Autsch. Meine Fresse, ey. Spick die Brot mit Pfeilen. Wow. Ich hasse solche, ne? Ah ja. Wo bist du? Okay. Zack. Zack. Nein, weg hier. Achso. Ich schon wieder tot. Weil ich da nicht mal wegkam. Und nochmal. Schwer ist halt schwer, aber wirklich schwer. Okay, nochmal. Mönchsbehausung! London! In die Schlacht! Aber wie gesagt, warum ich die bekommen hatte, weiß ich auch nicht. Punkte. Ja. Waffen. Klar. 50 zu wenig. Aha, aha. Also echt 50 zu wenig. Na naja, egal. Muss man ja auch nicht machen. So. Was ist für Leben? Ich muss echt aufpassen. Ey, wow. Ey, wow. So. Und nochmal. Auf ein neues. Hallo. Hallo. Ach. Was fällt dir ein? Geduld, wartet auf eine Gelegenheit. Oh, du nährst. Du bist so gut wie tot. Dieses Anvisieren ist echt der Hammer. So, jetzt aber. Ey, was sollte das? Das ist ja richtig nervig. Du willst ihn blockieren. Wow. Combo-Angriff. Den Kopf war weggeschmettert. Du willst ihn halt betäuben, dass du ihn weghauen kannst und dann sowas. Was? Schon wieder? Ist ein bisschen sehr schwer. Gerade. Das ist ja sehr schwer. Okay. Ist das das eigentlich? Ja, das ist das halt wirklich. Naja. Was hat da die Stärke? Das wäre empfohlen. Das ist mir noch so empfohlene Stärke 160. Müssen wir trotzdem hinkriegen. Eigentlich. Muss ja kein Raubzug beginnen. Oder? Warte. Warte, ab ins Wasser.
Na, 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 na. Ich versuch mal so reinzukommen. Abtei, Melishamret. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ja, machst du doch automatisch. So. Halte gedrückt und wähle, um mit deiner... Ah, okay, das geht auch. Was ist los? Wieder rein. Zack. Ist hier jemand? Nö. Da ist jemand. Da ist noch was. Warum will er eigentlich immer, dass ich fokussiere? Okay. Was liegt da rum? Wunder. Da. Heimlich beklauen gehen. Untersuche, setze dich neben Einheimische oder geh an Marktstände, um nicht aufzufallen. Okay. Na, 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 na. Na, 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 na. Sie sind raus. Lauter Schätze, aber ich brauche Hilfe. Wow. Wir kämpfen! Weiß ich nicht. Kommst du nicht? Die sind alle drin und suchen mich gerade. Kommt ihr eigentlich? Wow, hier ist alles voll. Was siehst du? Nicht meine Leute. Wo sind sie? Ach, da kommen sie. Was denn gewesen? Oh. Fall runter! Beschmeiß mich doch und töte mich doch instant. Alles klar. Arschloch. Was für ein Sackgesicht. Okay.
160 ist echt zu hoch. Aber ich bin immer noch hier drin. Okay. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Okay. Ne, das ist schwer. Okay. Dann hau ich ihn mal wieder ab. Das ist halt echt zu schwer. Autsch. Ups. Zeig es mir. Das wollte ich nicht. Klar. Lass mich erstmal rüber schwimmen, dass ich rüberkomme. Hechten. Okay, Hechten ist Tauchen. Okay. Dann wollen wir... Ist da alles? Erstmal hier Raubzug machen. Würde ich mal sagen. La 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 la. Ein Priesterschatz. La 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 la. Nee. Ist nicht gut. Segel! Fertig! Hm, 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 hm. So. Dann wollen wir mal. Erstmal dahin. Was ist das? Was für ein Lager? Oder was ist das hier? Segelraffen! Micham. Okay. Micham. Ah, da ist auch noch ein Synchropunkt. Da oben drauf. Hm, okay. Hier soll noch so ein Punkt angezeigt werden, ne? Da. Alles klar, pack da mal rum. Keine Ahnung. Egal. Das waren aber die Römer, die hier waren, ne? So wie es halt aussieht. Da, 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 da. Vor so ein Ohrwurm davon. Zack. Was ist das Ganze? So. Okay.
Warum auch immer. Okay. Sehr schön. Also dieses nervt. Synchro abgeschlossen.